So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zum Quickie des Wochenstarts. So, wir schauen mal in den Wochenstart hinein, was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Ja, viele haben ja auch irgendwie Urlaub, ne? Ferien sind, Kind daheim, Urlaub, irgendwas planen, irgendwas machen. Viele müssen auch arbeiten, deswegen schauen wir ja immer verschiedene Rubriken an. Wir schauen immer mal allgemein rein, wir schauen in der Liebe rein, wir schauen rein, was ist ganz persönlich für dich richtig und wichtig. Und natürlich auch die Karte der geistigen Welt. Und was sagt denn die Eule dazu? Ja, die Eule aus dem Eulenglückseligkeits-Orakel-Kartendeck. Das wollen wir natürlich jetzt mal wissen. Wer gerne wissen möchte, was die ganze Woche so mit sich bringt, im großen Deck, also volles Paket für die kommende Woche, da lade ich dich herzlich ein, mitzukommen in den Mitgliederbereich. Da kannst du dazukommen, da gibt es sonntags immer das große Deck für die kommende Woche. Schau mal alle Themen an, was es da so zu sehen gibt. Also Rundumschlag quasi, damit wir gut durch die Woche kommen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen zu gewinnen. Na, jeder, der in der Kanalmitgliedschaft ist, ist in meinem Lostopf. Und dann ziehen wir immer ein paar Gewinner sonntags. Gibt schöne Angel Readings, Tassen, Kartenständer, Artikel aus meinem Shop zu gewinnen, Readings, also alles dabei, alles Mögliche ist da am Start. Und dann kannst du gerne dabei sein. Ich freue mich, wenn ich dich begrüßen darf. Aber wir schauen jetzt mal rein, was bringt denn der Wochenstart so? Heidenei, vielleicht gibt es hier da ein paar gute Energien. Man weiß es nicht. Wir werden es jetzt auf jeden Fall gleich rausfinden. Und dazu brauchen wir ein Bild. So, und da ist es auch schon. Und ein Arm ist auch im Bilde. Ja, ich möchte mich nochmal dafür bedanken. Ich habe einige Nachrichten bekommen, dass das schön ist, wenn ich mal ein bisschen draußen filme, auf der Ranch, die Pferde, die Hunde, immer mal schönen Gruß aus der Natur schicke. Also freut mich sehr, weil ja, das Leben ist ernst genug. Ja, und man soll ja auch seinen Spaß haben im Leben. Und daher, ja, wenn es dir nicht gut geht, lenke ich dich natürlich auch sehr, sehr gerne mal ein bisschen ab mit Bildern von der Pferderange, ne, wenn ich da bin. Ich werde euch in der nächsten Zeit auch mal die Pferde alle vorstellen, was die so tun, was sie für Eigenarten haben. Ja, was mein Pferdchen auch ist, ich stelle euch dann mal die Maggie vor. Das ist ja mein arabischer Hengst oder Fellpony, je nachdem, wie man will. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also danke für die vielen schönen Nachrichten und auch die Kommentare. Da freue ich mich immer drüber. So, wir schauen aber mal, was ist denn allgemein so zu sehen? Die nächste Woche bringt vielleicht schön Leichtigkeit mit sich. Ja, das ist ja etwas, was wir alle wollen. Die Leichtigkeit des Seins, wir wollen keine Sorgen haben, keinen Kummer haben, kein Kopfkino haben, wir wollen einfach in unserer Leichtigkeit sein. Und du kannst in deine Leichtigkeit kommen, wenn du dir Dinge von der Backe schaffst, die es dir schwer machen. Ja? Schwer machen, keine Leichtigkeit. Leichtigkeit haben, nichts da haben lassen, was schwer ist. Die Schwere von Kummer, Sorge, Gedanken, das darf einmal alles weggehen, weil das braucht kein Mensch. Darf man auflösen, anschauen. Gucken, das in Bezug auf ja, Dinge, bei denen du dir vielleicht etwas vormachst oder erkennst, okay, ach, da habe ich mir jetzt vielleicht eine Zeit lang irgendwie was vorgemacht, habe Energie in ein Thema, in einen Menschen reingegeben, von dem nichts zurückkommt, ja, habe ich mir was vorgemacht, hat er mir was vorgemacht, die Maske darf mal fallen, Erkenntnisse sind angesagt, die Routen, ja, Zweifel, innerer Konflikt, Selbstzweifel, da darfst du nächste Woche dafür sorgen, dass du mal ein bisschen mehr in deine Leichtigkeit kommst mit den Fischen, da geht es darum, alles ist im Fluss, dass du sagst, okay, bei mir läuft's, alles ist gut, ich sorge auch aktiv dafür, dass keine Themen an mir dran kleben, die mich nerven. Dass keine Themen an mir dran kleben, wo ich sage, boah, das braucht eigentlich kein Mensch. Und mein Kopf dreht sich die ganze Zeit um dieses eine furchtbar nervige Thema. Ich löse das jetzt von mir ab, ich ziehe mich zurück, ich gebe es weg. Bringt mich nicht weiter, bringt mich nicht in die Leichtigkeit, bringt mich aus meiner Mitte. Also was kümmere ich mich überhaupt noch um sowas? Ne? Also da darfst du nächste Woche mal mit der Brechstange quasi schauen, was kann ich denn von mir abgeben und weggeben. So, jetzt schauen wir in der Liebe rein. Was gibt es denn da Schönes? Oh, ein Brief. Das ist eine Botschaft. Das kann Kommunikation sein.
Das kann ja eine WhatsApp sein, eine E-Mail, ein Telefonat, ein Gespräch. Also wenn es um die Liebe geht, eine Botschaft ist immer gut, ne? Und da geht es vielleicht um jemanden, der an dich denkt. Ja, oh, der denkt vielleicht auch an Sex, man weiß es nicht. Lilien, Sex, Sinnlichkeit, Romantik, aber auch das innere Gleichgewicht. Dass du vielleicht ja, zum Wochenstart jetzt irgendwie mit deinen Gedanken mehr in dein inneres Gleichgewicht kommst. Da bin ich schon wieder hier oben gelandet. Also gib Themen von dir ab, die dich nerven. Und auch wenn es ein Wunschpartner ist, der einfach nicht weiß, was er will. Wenn es ein Wunschpartner ist, der dich immer wieder ins Wartezimmer setzt. Wenn es ein Wunschpartner ist, der dir immer wieder Kopfkino macht und Fragezeichen und Sehnsucht. Gib's ab, gib's weg. Sag zu dir selber, ich habe mehr verdient als diesen Menschen, der nicht weiß, was er will oder der respektlos mit mir umgeht oder der sein Ding durchzieht, obwohl er weiß, dass es mir dabei schlecht geht. Also weg damit. Ist das Kunst oder kann das weg? Dann kommen auch hier gute Nachrichten zustande. Der Reiter, ja, der ist für einen positiven Aufbruch da, für einen positiven Ausgang. Ich glaube, in der Liebe, zum Wochenstart geht es darum, dass du ja für dich, für dein Inneres mal wieder in dein Gleichgewicht kommst, dass da gute Nachrichten auf dich zukommen, dass es ja eine Botschaft geben wird, wo du sagst, okay, in der Liebe geht es jetzt für mich endlich mal vorwärts. Ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass dein Herzblatt mal wach wird, wenn du gerade Liebeskummer hast, oder dass es allgemein in der Liebe für dich vorwärts geht, weil die Energien sind schon gut. Na? Und dann schauen wir mal, was ist denn für dich richtig und wichtig zum Wochenstart? Und wir haben noch mehr Fische. Alles ist im Fluss. Gefühle, Partner, Partnerschaft, Finanzen, natürlich jetzt auch, wenn es um dich persönlich geht, dass du da vorwärts kommst und sagst zum Wochenstart, wow, es ist ja alles im Fluss, da geht ja was vorwärts. Und was haben wir noch für Karten? Es geht um Entscheidungen. Es geht darum, triff deine Entscheidungen klug. Der Fuchs schaut vom Berg weg. Das heißt, du hast zum Wochenstart die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die Hürden, Schwierigkeiten und Blockaden mal von dir geben. Ja? Der Berg liegt da. Du hast momentan ein Thema. Du hast momentan was um die Ohren, wo du sagst, ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, da kannst du am Wochenbeginn gute Entscheidungen treffen. Der Fuchs ist ein schlaues Tier. Die Entscheidung liegt schon da. Die Fische, vielleicht geht es ums Geld. Vielleicht geht es aber auch einfach darum, dass du für dich sagen kannst, okay, ich sorge jetzt mal dafür, dass für mich die Dinge im Fluss sind. Nur für dich ganz alleine. Du darfst egoistisch sein. Du darfst auf jeden Fall deinen Weg gehen, dass es dir gut geht. So, dann gucken wir mal weiter. Was sagt denn da eigentlich die geistige Welt dazu? Ich bin mal gespannt. So, einmal, zweimal und dann die dritte Karte. Was sagt die geistige Welt zum Wochenstart? So, oh, der Stern. Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung und Erkenntnisse. Also ich glaube so ein bisschen, es geht auch um Erkenntnisse rund um dich selber, ne? Dass du ja, zum Wochenstart mal ganz stark auf dich schauen darfst. Wo bist du drin? Wo ist dein Wachstum? Ja, der Baum, der ist jetzt verkehrt rum. Und ja, wo ist dein inneres Zuhause abgeblieben? Bist du bei dir? Bist du in deiner Mitte? Gehst du deinen Weg? Oder bist du aus deiner Mitte heraus bei jemandem anderen in der Mitte, bei einem anderen Thema? Stehst du dir selbst im Weg? Bist du an ein Thema dran, das dich gar nicht weiterbringt und du merkst es gar nicht mehr, weil du schon so lange etwas versuchst? Also die geistige Welt sagt schon mal zum Wochenstart ist hier mal alles auf Null, alles neu. Und es geht absolut einzig und allein um dich. Na, und jetzt wollen wir mal schauen, was die Eule des Tages sagt. Dazu brauche ich wieder meine russische Lesebrille. Die Eule sagt, ohne deine Farben, Talente und Fähigkeiten kann sich das Leben niemals vollkommen ausdrücken. Und wieder einmal mehr passt die Karte wie die Faust aufs Auge dazu. Du sollst du selber sein, du sollst schauen, wo geht es mir gut, du sollst schauen, was ist mein Weg, wo kann ich lang gehen, dass es mir gut geht, welche Entscheidungen kann ich treffen in Bezug auf Themen, die mir auf die Nerven gehen, dass die weggehen.
Kann ich es lösen? Löse es, kann ich es nicht lösen? Gib es weg von dir, geh deinen Weg, schau nach vorne. Die Eule des Tages oder die Eule des Wochenstarts, die hat es ja mal wieder auf den Punkt gebracht. Von daher haben wir zum Wochenstart sehr, sehr gute Energien. Alles neu, alles auf Null, super Energien. Von daher nimm sie wahr, nutze sie. Und wenn du mehr über die komplette Woche erfahren willst, wie gesagt, Kanalmitgliedschaft, da geht es immer zur Sache sonntags. Na, also, dann würde ich sagen, bleib gesund, sei lieb zueinander, einen tollen Wochenstart und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!